Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Videoinhalt des neuen Jahres 2019 hier in meinem Kanal. Und ich muss euch sagen, ich bin ein bisschen niedergeschlagen im Moment, ne? Denn wenn das neue Jahr so weitergeht, wie das alte aufgehört hat, ne, dann habe ich da schon nicht groß die Lust drauf. Ne? Ihr Lieben, ihr habt das vielleicht mitbekommen, ich hatte ja Hardware-Ausfall, Hardware-Schaden, Motherboard ist mir verreckt von meinem Arbeits-PC, ne, und zwar am zweiten Weihnachtstag, und seitdem habe ich keinen Computer mehr. Und ich bin sozusagen, ja, dazu verdammt, ne, nichts zu tun. Ne. Also, ich meine, ich habe natürlich schon einiges probiert, ne, um die Sache wieder, ja, zu kitten. Und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen, ne, an dem Abend davor, ne, bevor ich den runtergefahren habe, habe ich noch, ja, ein bisschen im Netz gesurft und so weiter, ein bisschen noch gearbeitet, ne, noch an der CD gewerkelt, und dann habe ich den runtergefahren, und mir ist da schon aufgefallen beim Runterfahren, dass der unwahrscheinlich lange brauchte, ne? Also normal ist der in 10 Sekunden war der aus, ne? Also die ganze Prozedur durchgelaufen. Diesmal bin ich noch ins Bad gegangen, habe mich noch fertig gemacht, ne, weil ich dann danach schlafen gegangen bin, ne? Und der war immer noch am Rödeln, und da habe ich schon überlegt, was machst du, ne? Machst du hier, ja, den Not aus sozusagen über den Knopf. Aber wo ich dann zurückkam, das war so 10 Minuten später, ne, da merkte ich dann, dass er sich abgeschaltet hatte in der Zwischenzeit. Und da habe ich mir nichts bei gedacht, dann bin ich schlafen gegangen. Und am nächsten Tag, ja, dann war zweiter Weihnachtsfeiertag, ne, da bin ich auch erst abends dazu gekommen, wollte die Kiste anmachen, ne, so vom Prinzip. Und der blieb einfach stehen. Ne, also er blieb, ja, also es kam noch dieses obligatorische Medion-Bild, ne? Ihr wisst das war ja so ein Medion-PC vom Jahr 2010, was die damals da quasi hatten im Aldi oder sowas, ne? Keine Ahnung, ich habe mir den nicht gekauft, das waren noch Teile aus meiner Grabbelkiste, ne? Also mein ursprünglicher PC ist ja damals auch schon über die Wupper gegangen, und da hatte ich mir dieses Motherboard, was ich dann auf Halde hatte, und wo, ja, nicht klar war, ob das einen Defekt hat oder nicht. Ne, das hatte ich mal ausgeschlachtet irgendwie und dann auf Seite getan. Habe ich das eingebaut und siehe da, bei mir lief das. Ne? Also vom Prinzip her hatte der, so wie ich das vermutet hatte, nur einen Festplattenschaden gehabt. Aber derjenige, dem das gehörte, wollte keine neue Festplatte kaufen. Der wollte sich direkt einen kompletten neuen kaufen. Ne? Ein Komplettsystem. Ihr wisst ja, wie das ist. Ne? So heutzutage muss ja alles direkt wieder neu. Ne? Also ihr wisst das, ne? So vom Prinzip wie, wenn im Auto der Aschenbecher voll ist, dann kommt direkt ein neues Auto her. Ne? Also übertrieben jetzt, ihr wisst das. Ne? Also war ja mein Glück gewesen. Und mit dem hatte ich jetzt, ja, gut 2 Jahre, glaube ich, ne, hatte ich den noch benutzen können. Ne? Bis er jetzt natürlich, ja, ebenfalls irgendwie ausgefallen ist. Also ich vermute mal, weil er ja quasi aus diesem Bild nicht mehr rauskam, dass es entweder ein BIOS Fehler war oder von einem SATA-Controller. Ne? Also das war genau in dieser Sequenz, wo der quasi die Laufwerke abfrachte. Und dann bin ich erstmal hin, habe sämtliche SATA-Kabel rausgezogen, ne, um zu gucken, ob dadurch die Sequenz weiterläuft. Was nicht passiert ist, dann hatte ich die RAM-Riegel getauscht, rausgemacht, ne, einzeln probiert, neue reingebaut, war auch nichts. Ne? Und ab da bin ich dann ausgestiegen aus dem Projekt. Natürlich hatte ich vorher noch hier die USB-Gerätschaften und sowas. Ne? Das war natürlich auch alles weg. Nur um sämtliche Fehlerquellen auszuschließen, habe ich das so durchlaufen. Und am weitesten bin ich gekommen, da hatte ich den, ja, eine halbe Stunde oder sowas laufen lassen, ne, gehabt. Also nach diesem Bild kam dann nach einer Viertelstunde das Bild für die Laufwerke, die SATA-Geschichten und CD und sowas. Ne? Ihr wisst das. Das hat er dann auch nochmal eine Viertelstunde gebraucht, ne, bis das wegging, ne, bis der irgendwelche Laufwerke detektiert hatte. Und dann hing der fest in einem purpurnen Bildschirm, ja, wo nichts drauf war. Also keine Schrift, nichts, kein Pixel. Es war wie beim Arcade-Automaten. Ne? Also wenn so ein Spiel quasi, ihr wisst das vielleicht, ne, so den Titel darstellen will, ist ja auch erstmal so ein Bildschirm, wo nichts drauf ist, und da kommt dann, weiß ich nicht, die Schrift des Spieles oder sowas, ne, drauf, oder ein Bild oder irgendwas, und der blieb dann die ganze Zeit da hängen und machte nur so langgezogene Pfeiftöne, ja, also so wie, ne, so ging das die ganze Zeit, ne, also da war hinüber. Na, was habe ich dann gemacht? Ich habe in meiner Grabbelkiste weitergesucht, habe noch ein anderes Board gefunden, ne, habe das dann eingebaut
Und dann habe ich da festgestellt, ja, das Board hatte Probleme mit der Grafikausgabe. Ne? Also das bekam ich nicht stabil hin. Ne? Mal gab es Grafik und mal eben nicht. Oder sagen wir mal besser, meistens nicht. Und das war so ein fliegender Wechsel. Ne? So, man hat den ausgemacht, ne? Hatte erst Bild gehabt, dann hat man den neu starten lassen und beim nächsten Neustart war kein Bild mehr vorhanden. Und das hatte ich mit mehreren Sachen. Ich hatte hier nachher mehrere Monitore angeschlossen, ne? Um da zu sehen, ob der überhaupt ein Bild ausgibt. Und zwar einmal über den internen, auf dem Motherboard verbauten Anschluss für ja, einen Monitor, tat sich nichts. Und über eine externe PCI Express Grafikkarte, die einmal VGA hatte und DVI. Ne? Ich meine, DVI war das gewesen. Ich hatte hier drei Monitore, ne, um das zu kontrollieren. Und keiner machte Bild. Ne? Also, was damit los war, kann ich euch nicht sagen, aber es war ja kein Zustand. Naja, dann war für mich klar, meine Teile, die ich so auf Halde hatte, ja, die hat es dahin gerafft, ne? Zeichen der Zeit, ne? Ihr wisst das, Sachen gehen auch schon mal kaputt, obwohl man sie sich eingelagert hat, wo sie noch funktioniert haben. Einfach nur vom Lager, ne? Vom Nixtun, ne? Liegen die da rum, vom Alter her, zack, sind sie kaputt, wenn man sie braucht. Ne? Muss ich jetzt schmerzhaft erleben. Ja, was habe ich dann gemacht? Ne? Dann habe ich geguckt, weil hier ist ja alles so, ja, sozialmäßig so, ne, mit drei Sozialkaufhäusern und ich habe mir dann einen Second-Hand-Laden, ja, rausgepickt und habe mir dann einen Gebrauchten gekauft, ne, weil ich brauchte ja zeitnah ein System, weil ich muss ja, oder muss immer noch, weil ich bin ja immer noch nicht weiter, die CD fertig machen, die Digital Talk Jahres-CD 2018, ja, die ja schon quasi ab- oder vorverkauft worden ist. Und die bis heute noch nicht fertig ist. Und wir haben heute den 5. Ne? Also den 5. 1. Ja, Januar, ne? Sozusagen 2019. Jetzt haben wir morgen den 6. die Heiligen Drei Könige. Das ist ein Sonntag. Und ich hoffe, dass ja, am Montag mein Ersatz kommt. Aber so bald bin ich noch gar nicht, ihr Lieben. Ich hatte ja erst dieses Ding da gekauft. Secondhand. Ja, und dann habe ich mir quasi für 160 Euro, ne, da irgendwie so ein Teil besorgt, was er da hatte gerade, ja, eingerichtet oder ich war dabei einzurichten. Und dann ist mir aufgefallen, ne, als ich anfangen wollte mit der Arbeit, dass der in sporadischen Abständen immer einfror. Ne, also die Maus und der ganze Inhalt ist eingefroren, je nachdem, was ich gemacht habe. Ne, da hat man mal irgendwie eine externe Festplatte angeschlossen, vor der ein, dann hat man Ordner aufgerufen, ne, die schon auf der internen waren, vor der ein, dann hat man einen Browser aufgemacht, wollte eine Webseite besuchen, dann vor der ein, ganz schlimm war YouTube, ne, also das war Katastrophe, YouTube, ja, hakte beim Abspielen von Videos, ne, der Ton blieb stehen, stockte, und so, und dann ging das dann wieder weiter, ne, also es war ebenfalls grauenvoll. Also ich weiß ja, ich hatte ja einige Rechner vorher gehabt mit Windows XP, ne, die ungefähr ja noch ja, leistungsschwächere Hardware hatten wie das Ding, was ich jetzt da hatte. Ne. Und da gab es solche Fehler nicht. Ne. Die sind durchgelaufen. Da konnte man YouTube mit gucken und alles mögliche mitmachen. Ist mir nie so aufgefallen. Also meines Erachtens hatte das Ding auch irgendeinen Fehler und ich war jetzt nicht ja, gewillt, mir von so einem gebrauchten Teil da noch irgendwie die Fehler zu suchen und auseinander zu klamüseln. Dann habe ich das Ding am nächsten Tag, ne, ich habe da gar nicht mehr weitergemacht, ab dem Punkt, ich habe meine Daten gelöscht und habe das Ding wieder zurückgebracht, habe mir das Geld zurückgeholt, die 160 Stöcken, und dann habe ich noch 200 draufgeklallt, eigentlich 206, ne, und habe mir dann bei eBay ein ja, neues System gekauft, einen neuen Komplettrechner für 366 Töcken, ne, so vom Prinzip. War natürlich nicht einfach, weil klar, ich könnte auch zum Mediamarkt laufen, könnte mir da irgendwie ein Win 10 Teil besorgen, aber ich will ja kein Win 10 haben, ich will das alles ja noch auf Win 7, möglichst original und mich da so noch ein bisschen vordrücken, ne, um ja, ich halte da nichts von, ne, von Windows 10. Also mal abwarten, wie das nächste Betriebssystem wird, falls eins kommt, ne. Vielleicht ist das wieder interessanter, aber Windows 10, ja, da kriegen mich keine 10 Pferde mit, ne, drauf, so, ne. Und klar, ich hätte mir so ein Ding holen können, Mediamarkt hätte das Windows 10 da runtergeschmissen und hätte da Windows 7 drauf geknallt, aber man weiß es ja nicht, ne, wird die Hardware da richtig unterstützt oder nicht, und man verliert ja auch, denke ich mal, ja, die Garantie, ne, falls irgendwas sein sollte in der Garantiezeit, man schickt das Ding dann mit Windows 7 zurück, ne, wenn da Windows 10 vorher drauf war, also ganz kuriose Sachen, ich hätte dann diese Festplatte klonen müssen für den Notfall, ne, irgendwie weiß ich, dass ich sie wieder zurückspulen konnte, ne, aber das war mir zu,
Ja, wollte ich nicht. Das war mir zu heikel. Ich habe mir gedacht, wenn, besorgt den einen Win7-Rechner. Und die sind eben nicht so an jeder Ecke zu bekommen. Ja. Und da habe ich lange nach gesucht. Und dann habe ich dann einen Hardware-Laden gefunden in Leipzig, ne, der also ein Komplettsystem angeboten hat, auch mit diesen Dingen, die ich mir so vorgestellt habe, ne, was so ein System mindestens haben sollte. Ne, also 1 Terabyte Festplatte, 8 GB Speicher, ja, halt alles so Geschichten, ne, so vom Prinzip eine Grafikkarte mit 2 GB, ne, und so weiter. Ich meine, es ist schon überdimensioniert für meine Arbeit, aber man will auch keinen Rückschritt machen. Na, und halt eben Windows 7 Original. Na. So, dann habe ich das Ding bestellt, was natürlich auch nicht so einfach war, weil ich kam ja auch nicht an meine Daten ran, also an PayPal zum Beispiel. Das ist alles, ja, ich habe mir da zwar sichern können, irgendwo auf eine Festplatte, ne, liegt das ja, ist ja, ne, vom Prinzip, ich brauche ja nur die Platten zu tauschen, ne, und käme da irgendwie dran, wenn ich sie dann wieder herstelle, irgendwie, weiß der Teufel, habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist halt das nächste Problem, was kommt, ne, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, dass ich die Sachen wieder eins zu eins zurückbekomme, weil ich habe mir die Sachen nicht gemerkt. Ich habe so ein Passwort-Manager, ne, weil da ändert sich auch ständig irgendwie das Passwort. Ne, dann, man wird ja jedes halbe Jahr dazu aufgefordert, irgendwas Neues zu machen und so weiter. Das merke ich mir gar nicht. Ich habe da so ein Programm, was das alles für mich macht, ne? Aber wenn ich keinen Zugriff drauf habe, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann bin ich zum Nachbarn und der PayPal hat und habe das quasi dann bar bezahlt und dann die Sachen über seinen PayPal-Account gekauft, ne? Und ja, dann warte ich quasi drauf, ne? Die Lieferung sollte sein, also es ging nur am selben Tag raus, das war der 28, nee, der 27. Da habe ich das bestellt. Genau, direkt am 27. habe ich das Ding bestellt. Nee, war der 28., ne? Ich komme mal mit durcheinander. War der 28. und es sollte geliefert werden zwischen dem 29. und dem 2.1. So, ne? Sagt er auch eBay. Die hatten dann auch irgendwie schon bestätigt, ne? Man kriegt ja so Nachrichten über eBay, dass die Sachen schon verschickt sei, ne? Und ich warte halt, ne, die ganze Zeit auf diese Lieferung und nichts tut sich, ne? Und wie auf heißen Kohlen, ne, habe ich hier gesessen. Und heute habe ich zum, ja, ersten Mal irgendwie was Vernünftiges gehört, und zwar von DHL eine Paketankündigung. Also das Paket ist jetzt mittlerweile ja irgendwo wieder aufgetaucht, ne? Ich wollte ja schon am Montag eine Vermisstenanzeige oder sowas, ne? Also danach forschen lassen, wo es abgeblieben ist, in die Wege leiten, brauche ich jetzt nicht zu machen. Es ist angekündigt für Montag oder Dienstag. Und man soll aufgrund des hohen Aufkommens im Moment der Pakete Verständnis dafür haben, falls es dann doch nicht ankommen sollte. Also ich lasse mich mal überraschen. Könnte natürlich dann auch ein bisschen später werden. Aber es ist in der Mache und es wird hundertprozentig die nächste Woche, denke ich mal, ankommen. Und dann werde ich dann, ja, die Ehre haben, quasi diese letzten Wochen aufzuarbeiten. Na, der Wichtigkeit halber natürlich die dringlichsten Sachen zuerst. Und ja, dann mal schauen, wie ich damit durchkomme. Na, also es ist sozusagen Licht am Ende des Tunnels zu entdecken. Na, in dieser Situation und dieser Sache jedenfalls im Moment. Also war eine schwere Geburt und man ist echt aufgeschmissen ohne PC. Ne? Ich meine, klar, ich hätte, habe ich ja auch gemacht mit dem Smartphone meiner Frau und meinem Raspberry Pi, bin ich mal ins Nemesis gegangen, ne, ins Forum, hat da quasi ja, die Leute informiert auf den neuesten Stand und so gebracht, ne, wie es bei mir aussieht im Moment. Aber da jetzt großartig mitarbeiten, das war nicht, ne, aus mehreren Gründen nicht, weil ich brauche dafür eine Windows-Umgebung. Ne, für manche Programme, mit denen ich arbeite, ohne die funktioniert das eben nicht. Auch nicht, weiß ich, unter Linux oder sowas. Und ja, dann ist man halt ziemlich aufgeschmissen. Ich hätte die Festplatte auch jetzt nicht. Ich habe ja hier noch meinen MINT-Rechner stehen. Das ist so ein uralter XP-Rechner. Da ist kein XP mehr drauf, sondern das ist meine Testumgebung für Linux Mint. Ne, da hätte ich dann, weiß ich nicht, die Festplatte einbauen können, wenn das Ding SATA gehabt hätte. Hat es aber leider nicht gehabt, sondern nur noch IDE, ne, die alten Geschichten. Also konnte ich die Sachen da auch nicht dran anschließen und da weitermachen. Ne. Also hätte auch nichts gebracht, ne, da irgendwie groß was zu machen. Ich habe dann aufgrund einer Wichtigkeit-E-Mail, auf die ich schon gewartet habe, schon längere Zeit, ne, habe ich dann mich doch dran gegeben, mal mein Postfach irgendwie, dass ich da jedenfalls mal wieder Zugriff drauf habe. Es war mehr geraten als gewusst, na, weil ihr wisst ja, ich merke immer die Passwörter nicht. Ich habe da ein Programm für, aber ich bin draufgekommen auf mein E-Mail-Passwort,
Geschichtenteil da, keine Ahnung. Also für dieses E-Mail, ne, online. Ne, ihr wisst, ich habe sonst Windows-Mail, da kümmere ich mich gar nicht drum. Das ist einmal eingestellt, dann läuft das. Ne. Aber auf GMX kann man ja auch mit dem Webbrowser gehen und da habe ich halt geraten, ne, das Passwort. Ne. Und nach ein paar Fehlversuchen habe ich dann auch das Richtige wohl getroffen, keine Ahnung. Und dann kam ich auf meine E-Mails drauf und da habe ich natürlich dann so einige Sachen schon im Vorfeld entdeckt, ne, die ich abarbeiten muss, aber ich kann sie nicht abarbeiten jetzt selbst mit den Infos, weil ich habe keinen Drucker, ich habe kein Office, ich habe gar nichts, ich kann damit überhaupt nichts anfangen im Moment und deswegen bitte ich da so ein bisschen um Geduld. Ich habe einigen schon zurückgeschrieben, dass sie halt noch was warten müssen, ne, so vom Prinzip. Das ist ja auch höhere Gewalt, ne? Also da zuckt man sich ja nicht aus, aber ich habe jetzt wirklich gemerkt, wie blöde das ist, ne? Wie man aufgeschmissen ist ohne diese Geschichten. Aber das ist alles noch harmlos, das ist alles noch vertretbar, es ist alles nur Zeit, ne? Die verloren geht und die kann man aufarbeiten und dann irgendwann ist man mit durch. Ne? Also ich peile mal so an, Mitte des Monats werde ich vielleicht schon wieder auf dem Stand sein, wie ich vorher war und wieder ganz andere Sachen machen, ne, können. Was natürlich erstmal wichtig ist, dass man ein funktionierendes System hat. Und das ist ja auch noch nicht gesagt, dass es so ist. Weil es könnte auch sein, dass das Teil hier ankommt und kaputt ist. Ne? Könnte ja auch sein. Werde ich dann sehen. Ne? Wenn es ankommt, werde ich es testen. Dann werde ich wahrscheinlich, wenn alles in Ordnung ist, die Festplatte, ja, partitionieren, weil ich denke mal, ein Terabyte für die Windows-Festplatte ist mir ein bisschen zu überdimensioniert. Da mache ich dann eine kleinere draus und den Rest dann als freien Platz. Und dann muss ich überlegen, wie ich meine Platten, ja, oder Daten da drauf bekomme. Entweder kopiere ich die, weil natürlich auch wieder bestimmt einen Tag dauert, ne, weil das sind 80 Gigabyte, ne, die ich da kopieren müsste von meiner anderen Festplatte. Oder ich baue die direkt intern ein. Das muss ich aber schauen. Das weiß ich noch nicht, wie das so hinhaut. Ne, dafür natürlich der einfachste Weg. Aber ich weiß nicht, ob sich das, ne, technisch überhaupt machbar machen lässt. Ob Platz genug drin ist, ob genügend freie, ja, SATA-Geschichten sind. Muss ich sehen. Ne? Da muss ich echt schauen. Sonst, wie gesagt, muss ich das umkopieren. Und danach kann ich erst anfangen, Windows so einzurichten, wie ich es gerade brauche. Ne? Also wirklich nur die nötigsten Sachen, um mit der Arbeit weitermachen zu können. Dann wird die CD fertig gemacht und danach, ja, vielleicht auch zeitgleich, muss mal schauen, ne? Vielleicht arbeite ich auch erstmal die ganzen E-Mails durch und danach beginnen erst die normalen Sachen im Forum und im Blog und in den News und so weiter und so fort. Ne? Aber wie gesagt, ich brauche einen funktionierenden Browser, ich brauche meine ganzen Links, ich brauche meine Passwörter und ich brauche die Programme, womit ich die ganzen Sachen bearbeite. Ne? Sonst wird das nichts und den Rest mache ich dann so mit und mit und mit. Ne? Also im laufenden Betrieb sozusagen, wenn ich es gerade brauche, dann installiere ich das Programm und jenes Programm und dieses. Aber wie gesagt, das ist alles Quatsch, der nicht wichtig ist in dem Sinn. Es gibt schlimmere Dinge. Und von diesen schlimmeren Dingen möchte ich euch natürlich auch noch berichten, weil das war jetzt eine Sache, die halt nur aufgehalten hat. Die quasi mir eine freie Zeit beschert hat, die ich auch einigermaßen sinnvoll nutzen konnte. Und zwar habe ich zu Weihnachten so ein SNES Classic Mini, ne, glaube ich, wird das richtig bezeichnet, geschenkt bekommen von unserem lieben Doc34. Ganz überraschend, ne, habe ich auch nicht mitgerechnet, wusste ich gar nicht, ne, dass ich mich da sowas erwartet unterm Weihnachtsbaum. Ja, und da habe ich mich exzessiv natürlich jetzt mit befasst und einige Dinge auch rausgefunden, ne, weil am Anfang war ich noch nicht so ganz zufrieden mit dem Teil. Ne, da liefen nur US, amerikanische Versionen der Spiele drauf, also in diesem NTSC-Format. Und ich hätte natürlich gerne von Spielen, die es in PAL gab, oder, ne, ihr wisst das schon, eine deutsche Version gab, die hätte ich natürlich dann auch gerne in Deutsch. Ne. Und das Problem war, man konnte die Sachen zwar patchen, damit sie da halt mit diesem internen Emulator da funktionieren sollen, aber das lief alles mehr schlecht als recht, ne? War Katastrophe, war ich nicht mit zufrieden und dann habe ich ein paar Wege ausprobiert, womit es dann hinterher doch funktioniert. Eventuell mache ich da mal ein eigenes separates Video im neuen Jahr zu, ne? Weil ich finde das Thema sehr interessant, vielleicht fällt auch noch ein Artikel für die Digital Talk daraus ab, muss ich schauen, muss ich sehen, ne? Und so wie ich das einschätze, ja, kann man damit relativ einfach, also einfacher, ne, sage ich jetzt mal, nicht umfangreicher, sondern einfacher, ne,
eine Retro-Emulations-Umgebung, Station, ne, für Konsolen schaffen, die viele abdeckt, ne, von 8-Bit bis 32-Bit, würde ich mir einfach jetzt mal so sagen, und mit Vorbehalt auch eventuell noch 64-Bit, aber da, wie gesagt, das ist so diese, ja, nicht Grenze, will ich nicht sagen, aber es sind so diese Dinge, wo es anfängt, kritisch zu werden. Das war beim Raspberry Pi ebenfalls so. Und aber es ist halt, sagen wir mal, vom Prinzip einfacher einzurichten als ein Raspberry Pi, obwohl der Pi natürlich viel mehr Möglichkeiten bietet, ne? Aber wer es halt einfacher haben möchte und ja, nicht rumprogrammieren und sich mit Linux rumhantieren will oder, ne, keine Ahnung was, ist das, denke ich mal, eine sinnvolle und interessante Alternative. Ne, man braucht da wirklich nicht viel, außer ein Windows, ne, also man könnte auch Linux nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Ein Programm, ne, über das alles läuft. Ne. Und bei dem Pi ist es ja so, da muss man bestimmte, ja, Geschichten auf eine Karte, ne, bringen, Distributionen und so weiter, dann einrichten und dann aufziehen und aufbauen und machen und tun und anpassen. Das würde dann jetzt hier zum größten Teil wegfallen. Ne. Es gibt zwar ein paar Sachen, die man wählen kann, aber ich glaube, von dem Ablauf her ist das auch logischer und einfacher nachzuvollziehen für Leute, die sich jetzt wirklich keinen großen Aufwand antun wollen. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich. Ne? Es lohnt sich. Ne? Also, soweit wie ich das ausprobieren konnte, war das eine super Sache, muss ich schon sagen. Ne? Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo ich sage, ja, da hakt es ein bisschen, aber ich nehme an, dass das noch eine Emulationsgeschichte ist. Und die tritt aber nur bei ganz, ganz geringen ja, Dingen auf, ne, ganz, bei ganz wenigen Spielen. Also es fällt so nicht ins Gewicht. Ist auf jeden Fall nicht so gravierend wie diese Sound und Lags und Hakler beim originalen Emo, wenn man da ein PAL-Spiel mit oder ein bearbeitetes, gepatchtes PAL-Spiel auf NTSC abspielen will. Das hat mehr genervt. Ne? Das ist auch gesprungen und alles so. Also ganz komische Sachen. Das passiert da nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Thematik, die ich eigenhändig, denke ich mal, in einem eigenen Video umsetzen werde, ne? Wenn ich wieder mehr Puffer habe, ihr Lieben. Ich muss ja erstmal jetzt die paar Wochen da aufarbeiten und das wird dann ein bisschen dauern, ne? Aber wenn ich ein bisschen freie Zeit habe, dann plane ich natürlich solche Geschichten mit ein. So, jetzt erstmal ein Schlückchen, dann ist auch meine Pulle leer. Ja, und dann kann ich euch ja noch ein bisschen was zu Weihnachten erzählen. So eine Art, ja, chronologischen Ablauf, wie es so abgegangen ist. Ne? Vielleicht interessiert es ja einige. Und zwar fing das schon, ja, an in der Woche. Also an dem Freitag hatte ich ja quasi, ihr wisst das, im Nemesis Schicht gemacht. Ne? Und in der Nacht zum Samstag, das war dann der 22. muss das gewesen sein, ihr Lieben. In der Nacht zum 22. so circa 1:30 war hier richtig Aufstand, ne? War richtig was los auf einmal. Und zwar erst Satütata, ne? Und dann irgendwann ein Krach. Und zwar kam der von Hubschraubern, die hier rumgeflogen sind. Und die auch, ja, weiß ich, mit Suchscheinwerfern hier, ja, den Wald und so weiter angestrahlt und abgeflogen sind. Und dann später auch, weiß ich, wird 20 Minuten auf einer Stelle blieben, wie festgenagelt und so weiter. Ich habe zuerst gedacht, hier ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie aus dem Knast abgehauen oder sowas, ne? Dass sie da so eine Treibjagd oder so, ne? Ihr wisst, ne? So eine Hetzjagd da, ne? So wie man das aus so Filmen kennt, ne? Veranstalten, ne? Und das war, wenn ich hier aus dem Fenster rausgeguckt habe, konnte ich das sehen, das war nicht weit weg, ne? Das war so, also jetzt nicht, dass bei mir über das Haus hier geflogen ist, ne? Das nicht, aber sagen wir mal, die letzte Häuserreihe, so mehrere Reihen, ne, hintereinander noch so gestaffelt und dem Hochhaus so ungefähr. Da blieb das Ding auch eine ganze Zeit lang stehen und da ist es mir auch aufgefallen, weil normalerweise ist es so, wenn ein Hubschrauber hier drüber fliegt, das ist einmal laut und dann ist gut, ne, aber wenn da einer auf der Stelle steht, ne, und die ganze Zeit da rumfappt, ne, und man guckt hier raus und sieht das Ding da fliegen, ne, mit irgendeinem Scheinwerfer und Signal. Lampen, dann kommt einem da schon ein bisschen komisch vor. Ne? Und das ging eine ganze Zeit lang so. Also ich glaube bis um halb vier, ich bin dann schlafen gegangen, da klang es dann so langsam ab, da waren die Hubschrauber verschwunden. Ne? Ja, aber was war da los? Ne? Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin dann auch schlafen gegangen und dann am nächsten Tag, ja, stand es natürlich in allen Medien, ne, zu lesen. Da gab es ja, einen Unfall, ne? Hier
auf der Ausfallstraße nach Verlautenheide hoch. Und da sind dann zwei PKWs, ja, laut Polizeibericht, ineinander gekracht. Laut Polizeibericht war das eine ein BMW und von dem anderen war die, ja, Modellgeschichte oder der Hersteller nicht bekannt. Da gab es dann eine, ja, von der Zeitung mit den vier Buchstaben und dem roten Kästchen drum. Ich weiß ja nicht, ob man sowas heutzutage noch nennen darf, ne? Man weiß es ja nicht, ne? Keine Ahnung. Laut denen war der andere ein Corsa, ein Opel Corsa. Und die sind halt irgendwie kollidiert und ja, insgesamt, glaube ich, waren das an dem Abend 4 Tote. Ich meine schon, weil in dem Corsa, ne, angeblich Corsa, ich revidiere das später noch, weil auf einmal wurde ein Astra nachher später draus, ne, ist halt, ja, eine Familie, ne, also fast eine komplette Familie ums Leben gekommen, ne, die Mutter mit ihren Kindern sozusagen. Und da haben sie dann erstmal gerätselt, ja, warum, ne? Und dann fiel dann erstmal laut dieser Zeitung mit den roten Kästchen drum und den vier Buchstaben, ja, der 17-jährige Sohn hätte ja, oder könnte ja gefahren sein, im begleiteten Fahren, ne? So heißt das ja, wenn da irgendwie ein Erwachsener oder ein Elternteil daneben sitzt, ne? Kontrolliertes Fahren ist ja heute irgendwie möglich, sowieso, ne? Wie bei den Amis, ihr wisst das, mit 16 oder sowas, ne? Können die ja fahren, wenn da, weiß ich nicht, der Erziehungsberechtigte neben sitzt oder keine Ahnung, ne? Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall wollten sie schon in dieser Richtung drehen, ne? Dass das halt eventuell daraufhin zurückzuführen ist, ne? Weil der ist ja unerfahren und, ne? Und erst 17 Jahre alt und der hätte ja vielleicht, weiß ich nicht, das war vom Prinzip her zwischen zwei Knipsen in der Kurve, ne? So könnt ihr euch das vorstellen und keine Ahnung, ne? Beim Regen oder keine Ahnung, hatte die Kontrolle verloren und hat da irgendwie einen mitgenommen. Ne? Aber das konnte man so noch nicht feststellen. Festzustellen war halt nur, dass er, ja, die umgekommen sind. Ne? Die Kiste hat Feuer gefangen. Interessanterweise finde ich, ja, wenn man so mal Nachrichten sieht und so weiter, ne, die Karren, die am meisten abfackeln, ne, sind Opels. Ne? Müsst ihr mal drauf achten, ne? Wenn irgendwie auf der Autobahn irgendwie ein Crash ist oder sowas, ne? Guckt da mal. Meistens sind die, brennen die. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder sowas, ne? Aber mir fällt das auf. Ne? Also, ich will kein Opel. Sorry, ne? Also Opel zulegen, ne? Also ist mir irgendwie ganz suspekt irgendwie so ein bisschen, ne? Naja, und wie gesagt, die sind verbrannt in dem Wagen, was schon sehr betrüblich ist, ne? Und da hat keiner von überlebt, von dem BMW, da sind zwei, ich meine, dann waren es doch 5, ne? Da sind es 5, ne, gewesen. Kann aber sein, dass da einer auf dem Weg zum Krankenhaus verstorben ist oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind da zwei auch noch verstorben und der Fahrer und irgendwie eine Begleitung oder sowas, die sind, ja, ins Krankenhaus gekommen, ne? Also schwer verletzt und nicht ansprechbar und mussten notoperiert werden und alles so Geschichten. Und das war so der Sachverhalt. Ne? Das ja, stand so im Presseportal der Polizei hier. Und die Ursache und das Ganze, ne, das war erst gestern, ist das rausgekommen. Ich habe das gestern im Videotext, ja, verfolgt. Am 4.1. stand es beim WDR. Darf ich das noch sagen? Ja, ne? Ist ja öffentlich-rechtlicher, ne? Sender, kann ich sagen. Stand es im Videotext drin hier, ne? WDR Köln. Sage ich aber gleich noch was zu, weil zuvor war ja noch Silvester. Ne? Und zu Silvester hatte ich ja, Nachbarn, ne, bei mir, quasi zum Feiern ins neue Jahr hinein. Und da haben wir natürlich auch uns da über diese Sachen da unterhalten und spekuliert. Ne? Also zuvor, da muss ich wieder zurück, ne, zu Weihnachten, das war nämlich auch so eine Geschichte, Weihnachten. Also das war zum ersten Mal Weihnachten, muss ich sagen, wo ich mich persönlich drauf gefreut habe. Ne? Die Jahre zuvor war ja immer so ein bisschen drückende Stimmung auch, wo ich immer gedacht habe, ja, ich mache das für die Kinder und für mich ist das so unwichtig und mir ist das egal, ne? Irgendwie durch, Augen zu und durch. Aber diesmal habe ich mich irgendwie drauf gefreut, warum auch immer, schon im Vorfeld jetzt, ne? Nicht, ne, ihr wisst das, schon im Vorfeld habe ich gedacht, komm, da machst du ein paar schöne, ne, Zeiten und Tage und ein paar Stunden und sowas, ne? Und das war das erste Weihnachten, wo wir nicht in die Kirche gegangen sind, weil hier, ja, keine Messe stattgefunden hat, weil mittlerweile ist das hier so, dass es nur noch einen Pfarrer gibt, ne, für alle, ja, Kirchengemeinden, ne, die es hier so gibt, ne, so vom Prinzip, ne, überall, ne, gibt es nur noch einen, ne. Es gab zwar so Kindermessen oder Kinderkrippen oder irgendwie sowas, ne, Messen waren es nicht, Kinderkrippen
für Kleinkinder, also für Kindergartenkinder und so weiter, die um 3 Uhr nachmittags anfingen und dann eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde ging. Dreiviertelstunde gingen die und dann waren die 3:45, wären ja schon wieder raus gewesen, wäre es noch nicht dunkel gewesen, ne, vom Prinzip. Und es wäre natürlich auch nicht angepasst für meine Kinder, die sind ja mittlerweile weit älter, ne? Also für die wäre das nichts gewesen. Aber wie gesagt, so vom Prinzip, es hat immer, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ne, so, es gibt eine Kirche in der Gemeinde, so, ne, oder jeder Stadtteil hat eine Kirche oder eine Gemeinde. Und da sterben die Pfarrer weg. Ne, aber die kriegen anscheinend nichts Neues rein. Und wenn ich mir das so angucke vom Prinzip, wie das abgelaufen ist bei meiner, also Kinderkommunion bei der letzten, ne, vom Jüngsten, da war das auch so, da haben sie dann, ne, diesen einen Pfarrer quasi eingespannt in einer Kirche, ne, die fern abseits von hier liegt, mitten, ja, woanders, ne, ich würde nicht sagen wo, ihr könnt euch das ja vorstellen, wo, ne, so ein Problemviertel, sage ich jetzt einfach mal, und da sollte dann die Kinderkommunion stattfinden, für alle Kinder, ne. Vorher hat ja jede Gemeinde ihren eigenen Kram gehabt, ne, ihr wisst das so vom Prinzip, ne, und das gefiel den Leuten hier aber nicht. Und dann haben wir uns stark gemacht, dass wir einen anderen Pfarrer kriegten, ne? Und zwar einen aus Aachen. Wir hatten auch einen, der wollte auch, der durfte nicht. Der andere Typ, der hat das verhindert, dass hier ein auswärtiger Pfarrer Predigten abhalten kann, weil er lässt sich ja nicht in seine Sachen da, ihr wisst das, wie das ist, Machtspiele mit der Kirche und all so Scheiß. Ne? Und das widerspiegelt sich jetzt auch bei den Weihnachtssachen. Ne? Es gab eine Messe, natürlich. Es gab eine, ne, in der Hauptkirche, ne, an der Burg, ne, aber die war erst abends, ne, viel zu spät, so eine Nachtmesse oder sowas. Ne. Und da in dieser Messe, die ich ja nicht besucht habe, oder ne, ihr wisst das, da waren aber meine Schwiegereltern und die haben quasi das da verfolgt. Und da hatte der Pfarrer noch von illegalen Autorennen berichtet, ihr Lieben. Ne, also da muss es noch einen dubiosen dritten bei dem Unfall gegeben haben. Also da haben dann dieser BMW und der dubiose, was weiß ich was, ne, Auto, ne, Rennen gespielt und dabei halt einen Unschuldigen mitgenommen. So, das wurde da ja so verbreitet. Ne. Ob stimmt, weiß kein Schwein. Ne. Keine Ahnung. Aber es wurde so. Ne. Von da weiß ich das so. Ja, was haben wir gemacht? Also zur Bescherungszeit, ne, da ist meine Frau mit den Kids zum Friedhof gegangen. Ne. Also quasi so eine Art interne, ja, Verbundenheit zu denen, die nicht mehr leben, ne, so klingt bescheuert oder sowas, ne, aber was will man denn machen, wenn keine Messen stattfinden, ihr Lieben, was will man denn da machen, ne, da kann man sich ja eigentlich nur so gestalten, wie einem am sinnvollsten vorkommt, ne, also waren raus zum Friedhof, ne, da hatte ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit gehabt, hier alles vorzubereiten, ne, zu schmücken, die Geschenke einzutüten, unterm Baum zu legen und so weiter und so fort. Ne. Diese Sachen habe ich dann quasi da gemacht. Ja. Und da sich ja alles verändert hat, als wir dann zurückgekommen sind, ne, weil es ja auch keine Messe gab, habe ich gedacht, da kann man nur mit Humor nehmen. Und dann gab es dann, bevor es die Bescherung gab, ne, mal einen veränderten Ablaufplan. Denn diesmal gab es erst noch das Hörspiel Weihnachten bei Vandenbergs auf die Ohren von Helge Schneider, eines der, ja, ersten Frühwerke sozusagen des Meisters, ne? Aufgenommen mit seinem Kassettenrekorder. Ja, anders kann man die Situation nicht nehmen als mit Humor. Ne? Und das hat dann nochmal ein bisschen, ja, das läuft eine Viertelstunde ungefähr, ne? Die Stimmung gehoben. Ne? Also wenn es nach mir gegangen wäre, so vom Prinzip, ihr Lieben, das wäre schon ein Grund gewesen, da aus dem Verein auszutreten, wenn die nicht in der Lage sind, ja, die Kirchen aufrechtzuerhalten, ne, brauchen sich auch nicht zu wundern, ne? Also, dass die Leute abspringen, dass andere die Überhand übernehmen, ne, das ausnutzen, ne, keine Ahnung, dann machen sie dann, keine Ahnung, einen Obstladen in den Kirchen oder weiß der Geier, was sie damit machen, die verkaufen die und dann kommt da was ganz anderes rein, ne, als für das, was gedacht ist. Kann nicht Sinn der Sache sein und vor allen Dingen bei so einem, weiß ja nicht, ob das der Pfarrer selber ist, aber zumindestens die Leute in seinem Umfeld, die das zu verhindern wissen. Und die Frage ist, ihr Lieben, die große Frage ist, was machen die, wenn der mal einen Löffel abgibt? Ne? Da ist gar kein Pfarrer mehr da. Ne? Was machen sie dann? Ne? Wer macht dann die Predigten? Ne? Aber so weit sind wir noch nicht, so vom Prinzip. Ja, und dann gab es dann halt die Bescherung, ne? Und lecker Essen und so weiter. Ihr wisst das so vom Prinzip. Ne? Das war so Heiligabend. Ne? Ja. Und wie gesagt, dann springe ich jetzt wieder nach Silvester. Wir hatten uns ja da unterhalten. Ich und der Nachbar über diese Geschichte da mit dem Unfall, aber ja, da war bis da zu dem Zeitpunkt noch nichts bekannt, ne? Nichts, nicht jedenfalls mehr als wie wir schon wussten.
Und wir haben da so ein bisschen spekuliert und wir haben für uns ermittelt, ohne da, weiß ich, ne, also da näher irgendwas zu wissen, was ganz anderes vermutet. Wir hatten nämlich Folgendes vermutet, nämlich, wenn man sich mal anschaut, wie die Wracks da, und gibt es ja Bilder von, gestanden haben, dann gab es nur eine Vermutung und die war folgende, dass die Mutter quasi mit ihren Kindern in ihrem Corsa, Vectra, Astra oder was auch immer, aus Richtung Verlautenheide, Würseln gekommen ist und der BMW aus Stolberg. Und wie gesagt, ne, Kurve und dann die zwei Knipsen. Ne, da ist ja quasi 70 das Stück, also es wird auch nicht schneller, aber es ist halt Radarmessung und so weiter und so fort. Und der BMW muss auf die Gegenfahrspur gefahren sein, um die Kontaktschleife zu ignorieren, ne? Also zu umfahren, damit er nicht geknipst wird. Also da war ein Raser am Werk und der ist quasi auf die Gegenfahrbahn gefahren, ne? Kurz vor der Kurve sozusagen, wie bescheuert muss man sein, um nicht geknipst zu werden, weil der Jeck schneller fahren wollte, als das, was erlaubt war. Ne? Das war unsere Schlussfolgerung. Diese Aussage ist jetzt gestern bestätigt worden. Genau das hat stattgefunden. Mit dem illegalen Rennen gibt es überhaupt gar keine Beweise für. Keine Ahnung. War auch jetzt quasi nicht unsere Vermutung. Ne? Man hat das so zur Kenntnis genommen, aber es passte irgendwie nicht ins Bild rein. Aber dieses Ausweichen schon eher. Denn diese Kontaktstreifen, lustigerweise, sind immer nur auf einer Spur. Nämlich da, wo geknipst wird. Nicht aber auf der Gegenspur. Ne? Ganz komisch. Soll aber auch so Sachen gehen und davon, wie gesagt, wusste ich auch nichts. Ich habe immer gedacht, das gilt für beide Spuren. Ne, aber gibt ja auch schon mal so Knipsbilder, da hat man die von hinten geknipst oder sowas. Ne? Also, habe ich jedenfalls gehört, ob das stimmt. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, diese Idee und so weiter haben wir dann verfolgt in unserer Diskussion, ohne da jetzt irgendwas Näheres zu wissen. Und wir hatten im Endeffekt recht damit gehabt. Ne? Okay, die Polizei hat jetzt noch ein bisschen weiter ausgeholt vom Prinzip. Ne, muss wohl so gewesen sein, dass der quasi ausgewichen ist, um diesen Kontakt zu umgehen. Und dann kam da die Mutter entgegen, hat das gesehen, dass da auf ihrer Spur einer entgegenkam. Und wer auch immer am Steuer, wissen sie ja noch nicht, wer da gesessen hat. Ne? Also die sind ja verbrannt. Ne? Ich meine, man muss halt wahrscheinlich erstmal rausklamüsern, wer da was ist. Ne? Ich habe keine Ahnung über DNA und so was. Ne? Ist ganz, ganz... Ich weiß es nicht, ich finde das sehr betrüblich alles, ne? Dass man solche heiklen Themen ansprechen muss, aber es ist halt so. Auf jeden Fall hat derjenige dann nach links gelenkt, ne? Der ist dann auch auf die andere Spur gefahren, um auszuweichen dem Jack, der da, ne, entgegenkam. Und der Jack, der hat das dann gesehen oder keine Ahnung, wollte dann in dem Moment wieder auf seine Spur zurück und dann ist es, ne, hat es gekracht. Ne? Das ist passiert, ne? So vom Prinzip. Ne? Und ein Gerücht, was ich auch noch mitgekriegt habe, kann ich aber auch jetzt nicht bestätigen oder dementieren, keine Ahnung. Der Wagen, dieser BMW, der Unfallverursacher, ja, das war noch nicht mal der eigene, das war ein entwendeter Wagen. Denn der Typ soll ja in der Kfz-Werkstatt als Lehrling arbeiten. Und der hat sich den Kunden-BMW quasi über das Wochenende einfach vom Hof genommen. Ob da was dran ist, keine Ahnung. Vielleicht kommt das auch noch irgendwie ans Tageslicht. Auf jeden Fall ist das meines Erachtens ja eine Sache, die nicht tolerierbar ist. Wenn ich quasi ja rasen will auf einer Landstraße, wo 70 ist und dann mit Vorsatz eine Kontaktschleife umfahre in einer Kurve oder vor einer Kurve, gar nicht sehen kann, ob mir da was entgegenkommt. So volles Risiko. Und das wird der auch nicht zum ersten Mal gemacht haben. Davon bin ich überzeugt. Der wird immer so gefahren sein. Vom Prinzip. Ne? Nach dem Motto, es ging einmal gut, wird es auch beim nächsten Mal gut gehen. Und dann auf die Gegenfahrbahn fährt, ne? Um seinen Bleifuß, weiß ich, Verstoß nicht ahnden zu müssen oder zu lassen. Und dabei eine Familie auslöscht, mit Vorsatz und mutwillig und natürlich auch das Leben der Insassen, der eigenen, aufs Spiel setzt, dann finde ich das ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Also es ist nicht egoistisch, es ist noch schlimmer, es ist,
auch keine Revolution, das ist einfach nur Blödheit. Das ist Blödheit. So einem Typen dürfte man nie wieder den Führerschein geben, die Möglichkeit geben, mit Autos zu fahren, weil er offensichtlich nicht damit umgehen kann. Das ist, man hält sich nicht an Regeln, nach dem Motto, ihr könnt uns alle am Arsch lecken, ich mach, was ich will und ich bin schlau. Ne? Ich bin so schlau, dass ich sie alle in eine Pfanne haue und keiner merkt. Und dann passiert dann sowas, da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte. Die Frau ist in meinem Alter, die Frau ist aus meinem Stadtteil, ne, wo, ne, quasi, wo ich quasi mein ganzes Leben lang, bis jetzt die letzten Jahre, wo ich in einem anderen lebe, aber vom Prinzip gelebt habe. Es kann gut sein, dass ich diese Frau kenne, dass ich mit der in die Schule gegangen bin. Ne? Kann sein. Ich kann es nicht überprüfen, weil ich den Nachnamen nicht kenne. Ich müsste den Mädchennamen wissen, ne? Um das quasi für mich, ich meine, ist auch nicht wichtig, aber ihr wisst, wie das ist. Es könnte natürlich so sein, wie es ist, ne? Dass ich diese Dame gekannt habe und mir tut das so richtig leid für alle. Ehrlich, für die Kinder, ne? 17 und 16, man sind Kinder, ne? Im Prinzip, die ihr Leben noch vor sich hatten, dass die einfach so aus dem Leben gerissen werden, weil wegen so einem Bleifußarsch da, der wum, 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 ne? Hier irgendwie so eine Scheiße, also da könnte ich aus der Hose springen. Habe ich überhaupt kein Verständnis für, ehrlich gesagt. Und soweit ich da mitbekommen habe, muss der Vater mit Herzinfarkt im Moment im Krankenhaus liegen. Also der, ich meine, das ist doch logisch. Das ist das ganze Leben zerstört. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe, wenn es mich beträfe. Aber es nimmt mich mit, das macht mich wütend. Ich finde sowas unglaublich, wie weit die Gesellschaft gekommen ist. Mittlerweile. In vielen Dingen, nicht nur das, das ist noch so obendrauf. Aber kein Respekt, ist nichts mehr vorhanden, keine Moral, nix. Na, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Kann ich euch nicht sagen. Ich finde es echt schlimm. Und ja, die Strecke ist jetzt an der Stelle, ne, runtergesetzt auf 30. Also man kann auch nur mit 30 fahren. Ein Blumenmeer mit Kerzen und so weiter, ne, also wo jetzt nicht nur die Familie selbst, sondern wirklich viele Betroffene und die Anteil genommen haben an dieser Geschichte, ihre Trauer ausdrücken, ihr Mitgefühl ausdrücken, was ich sehr positiv finde. Und ja, auf der Strecke nach Würseln hin sind, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die haben den Wagen von der Straße kratzen müssen. Also es sind Beschädigungen an der Teerdecke an der Stelle vorhanden, wo jetzt der Verkehr mit 30 drüber rollt, genau an dieser Stelle, wo die Leute gestorben sind, in dem Wagen, habe ich ein komisches Gefühl bei, wenn ich da drüber fahre. Muss ich ehrlich sagen, ein ganz, ganz komisches Gefühl. Gut, ich muss da nicht oft drüber fahren, ne? Vom Prinzip, ne, ist das quasi, ja, eine Erweiterung Strecke meiner Radien, wenn ich weiterfahren will, ne? So vom Prinzip. Dann fahre ich da mal drüber. Hat jetzt nichts mit dem Kaffee selbst zu tun. Das ist wie gesagt eine Ausfallstraße, ne? Wenn ich mal Richtung Würseln will oder sowas, ne? Oder weiß ich, vor Lautenheide oder Eilendorf oder so, diese Ecke dahin. Na, dann würde ich da eventuell dran vorbeifahren. Aber mich macht das richtig betroffen. Ja, in der Silvesternacht selbst, ne, das ging dann so, ich weiß nicht, bis 2:30 oder so, da haben wir uns dann verabschiedet. Oder von den Nachbarn, die waren ja bei uns. Und wir sind dann schlafen gegangen. Und dann am nächsten Tag habe ich dann von einem anderen Nachbarn wieder Unglaubliches gehört. Wieder Unglaubliches. Der muss nachts um 4:30 verdächtige Geräusche von seinem Dach gehört haben. Und dann hat er sich aus dem Bett, ne, rausgehauen in die Klamotten und ist nach schauen gegangen, ist nach draußen gegangen, um zu gucken, was da ist. Und dann guckt er da hoch auf sein Dach und dann sieht er neben dem Kamin einen Typen sitzen.
und der um Hilfe schreit. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Im gebrochenen Deutsch, Hilfe, Polizei. Dann hat er die Polizei gerufen, die sind dann gekommen, die haben die Feuerwehr gerufen. Die sind dann in einem Leiterwagen. Jedenfalls haben sie versucht, den da zu retten. Das ging aber nicht so einfach, weil hier alles zugeparkt war. Und da mussten sie nachts noch hier die Straße räumen, ne? Abschleppen und alles. Also ich habe es nicht mitgekriegt. Ne? Ich habe es leider nur gehört. Aber muss auch wieder Aufstand und Radau und alles Mögliche gewesen sein. Ne? Aber man kriegt das nicht mit, wenn man im Tiefschlaf ist. Und die Feuerwehr, wie gesagt, wollte das Sprungtuch nicht ausfahren, weil sie Angst hatten, irgendwie, dass er daneben springt oder irgendwie sowas. Und dann musste dieser Leiterwagen her, keine Ahnung. Ne? Und das Dubiose an der Geschichte war, dass der Typ da ohne Schuhe oben auf dem Dach saß, in Joggingbuchse und mit einem T-Shirt, was blutverschmiert war. Und der stammelte da irgendwas von Messerattacken auf seine Frau. Na, da haben sie den gerettet, die Polizei hat ihn mitgenommen und dann haben wir nichts mehr gehört davon. Keine Ahnung, was das für eine Aktion war. Aber die Frage ist, wie kommt der Typ aufs Dach? Wie kommt der Typ aufs Dach? Also, der muss ja irgendwo hochgeklettert sein. Ne? Also, er wird ja nicht an der Rakete hängend hochgeflogen. Ne? Also, oder mit Böller unter die Schuhe, ne? Dass die Schuhe weggeflogen sind und er ist aufs Dach oder so. Oder mit einer Leiter und dann hier über den Wald, ne? Über die Bäume, ne? Bis da hinten drauf. Ich habe keine Ahnung, wie der hochgekommen ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn einer versucht, an der Dachrinne hochzuklettern oder so. Oder, ne, ihr wisst das, ne, an dem Rohr. Das gibt Beulen, das gibt Verblutschungen, die reißt vielleicht auch ab. Ich weiß nicht, wie stabil sowas ist. Ne, und vor allen Dingen mit dem Blut. Ne, da muss alles verschmiert dann sein, wo der da hoch ist. Ne. Die haben nichts gefunden. Die rätseln bis heute, wie der da aufs Dach gekommen ist. Keine Ahnung. Kuriose Dinge laufen hier ab. Ne? Kuriose Dinge. Ganz, ganz schlimm. Und wieso flüchtet man auf ein Häuserdach? Also, wenn man auf der Flucht ist vor irgendwas, rennt man auf die Straße lang, versteckt sich im Garten oder weiß ich, rennt irgendwo hin, wo Leute sind, um die Polizei zu rufen. Ne? Aber ich gehe doch nicht aufs Dach von wildfremden Leuten und laufe da irgendwo rum und sitze da am Kamin und klammer mich da fest. Also, manche Sachen, die sind so abgedreht, das glaubt sonst keiner. Ne? Aber es ist wirklich so passiert. Stand übrigens auch im Newsportal der Polizei. Also ich weiß ja nicht, ob ich das verlinken darf. Ne? Ihr wisst das, nach den neuen EU-Gesetzen und diesem ganzen Quatsch weiß man ja gar nicht mehr, was man macht. Ne? Ich lasse es erstmal, bis ich da rausgefunden habe, was ich darf und was nicht. Ne? Da setze ich mich dann noch in die Nesseln. Ne? Darum erzähle ich das ja, ne? So vom Prinzip. Ne? So mit meinen eigenen Worten, ne? Damit da keine Content- Urheberrechtsverletzung oder irgendeinen anderen Scheiß da rausgedreht werden kann. Ne? Aber lass mal das Thema EU, sonst sind wieder einige wahrscheinlich angefressen hinterher. Ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, und dann am 3., ihr Lieben, erstmal dampfen. Ne? Übrigens dampfen, ne? Ihr Lieben, schaut mal. So, ich habe reduziert, seht ihr das? Ich hatte ja vorher 18, jetzt bin ich auf 15, also 3 Watt bin ich tiefer gegangen. Und ich habe natürlich vor, das auch noch weiter zu regulieren, immer noch tiefer zu gehen. Ne? Bis auf 12 Watt bin ich schon gekommen. Das Problem ist, bei dem Liquid hier brauche ich die 15 Watt, um ja dasselbe Ergebnis zu haben wie bei dem hier. Ne? Der läuft schon auf 12. Und das wird so diese Richtung sein, ne? Also auf Null gehen und immer weniger und dann irgendwann komplett aufzuhören. Ne? Aber die Zeit lasse ich mir, ne? Also nichts übers Knie brechen und so. Das ist so weit, wenn es so weit ist, ist eine Gefühlssache. Ne? Man hat irgendwann das Gefühl, jetzt könnte ich mal was dran drehen und dann probiert man das aus und wenn es passt, dann bleibt man darauf. Ne? Das ist überhaupt gar kein Thema. Ne? Und ich finde, er macht immer noch genug. Es ist schon was weniger, aber es reicht. Meine Güte, wir wollen ja jetzt hier kein Hardcore-Cloud-Chaser werden oder sowas. Ne? Aber wo war ich stehen geblieben? Beim dritten. Beim dritten ersten. Ne? In der Nacht, also was heißt in der Nacht, an dem Abend. Da saß ich noch hier unten, das war so 9:45 oder sowas oder 9 oder irgendwie sowas. Ich meine aber 9:45 war es eher. Da ging schon wieder Blaulicht hier. Ne? Sirene, bla 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 und so weiter. Ne? Ein Ding nach dem anderen, ne? Man hörte das, ne? Und
Da hat man sich auch so nichts bei gedacht. Am nächsten Tag stand dann schon wieder was da, ne? In dem Newsportal. Ne? Unglaubliche Sachen. Genau an derselben Stelle, wo der andere Unfall passiert ist, vor Weihnachten. Dieser tragische. Muss ein Typ von verlauten Heide gekommen sein. An der Kurve, da wo der Unfall passiert ist. Warum auch immer, weil da ist ja 30, dürfte ja gar nichts passieren. Ne? Und selbst wenn man mit 70, also früher war ja immer 70 da. Diese Beschädigung auf der Straße war gar nicht auf seiner Spur, die ist ja auf der anderen. Muss ja von der Spur abgekommen sein, in den Wald reingerauscht. Und dann, weiß ich, irgendwo mitten im Wald, ne, sahen dann irgendwelche anderen Fahrzeuge einen Lichtschein raus. Ne? Und dann haben die Feuerwehr und die Polizei gerufen. Und da hing der Typ irgendwie so halb im Graben oder irgendwie sowas im Wald irgendwo. Keine Ahnung. Ne? Da in dieser Ecke. Ne? Da ist auch noch so ein Waldparkplatz, so, ne? So ein Stück, ne? Daneben. Wahrscheinlich da. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe das Bild nicht gesehen. Ich habe das nur gelesen. Und der muss wohl angetrunken gewesen sein, der Typ. Und hat irgendwie was erzählt. Das steht jetzt nicht bei dem Protokoll drin. Das habe ich woanders gelesen. Ich glaube, Aachener Nachrichten oder sowas. Die haben gesagt, er hätte ausgesagt, er wäre noch mit, also seine Frau wäre gefahren, die wäre jetzt aber verschwunden. Ne? Die wäre in den Wald gerannt, voller lauter Panik oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das sind zwei Versionen der Geschichte. Und dann hätten sie die auch wieder eingefangen und die hätte dann gesagt, nee, er wäre gefahren. Irgendwie so. Und in dem Polizeibericht hier steht, ist nur die Rede von ihm. Ne? Also er saß dann auf dem Beifahrersitz, hätte da gesessen, hätte versucht, sich da aus dem verklemmten Wrack quasi zu befreien. Und hat dann, wie gesagt, beteuert, ist irgendwie, ne, die Frau gefahren und die wäre jetzt verschwunden. Und wie gesagt, das taucht gar nicht mehr auf da in dem Bericht. Ganz komisch, was drin auftaucht ist, dass er da irgendwie versucht hat, ja, sich eine Zigarette anzuzünden, ne, neben austretenden Betriebsstoffen, also neben austretendem Benzin, muss er mehrfach versucht haben, sich seine Fluppe anzuzünden. Und auch mehrfach verwarnt worden sein von den Polizisten, dass er das nicht tun soll, sonst wird alles hier nachher brennen und so. Und er ist da nicht drauf eingegangen. Ich meine, wie blöd muss man sein? Da geht man halt 10 Meter weg oder sowas. Wenn man sich, ne, oder zur Straße oder was auch immer und zündet sich da seine Zigarette an, raucht die und kommt wieder zurück. Hat man darauf beharrt, ne, an seinem Auto eine Zigarette anzumachen. Vielleicht noch mit einem Zigarettenanzünder, ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie den direkt in Gewahrsam genommen, ne? Handschellen, ne? Abgeführt, ne? Weg. Die hatten sich auf keine Diskussion mehr eingelassen, ne? Weil der Typ ja besoffen war, direkt auch noch einen Bluttest und dann haben sie noch sein Hemd irgendwie für, weiß der Teufel, was das mit dem Hemd zu tun hat, für irgendwelche Spurensicherungen beschlagnahmt, ne? Und, keine Ahnung. Also, hier gehen Sachen ab, das glaubt man nicht, ne? Unglaubliche Dinge. Ja. Finde ich schon sehr seltsam, ihr Lieben. Und das alles so insgesamt zusammengenommen, ist ein ganz, ganz komisches, weiß ich nicht, also Zeichen, ne? Zeichen für die Zukunft. Ne? Also ich kann es euch nicht sagen. Ich fand das alles sehr suspekt, dubios und abgedreht und ja, auch sehr traurig, muss ich sagen, sehr schlimm. Ne? Und mich regt das, wie gesagt, auf sowas. Ne? Habe ich kein Verständnis für. Also für diesen Horrorcrash da, ne? Das war vollkommen sinnloser Schwachsinn, übertrieben. Also man kann es noch nicht mal als Streich abtun. Das ist, ja, mehrere Straftatbestände wurden da gleichzeitig quasi übertreten. Ne? Also, ich weiß es nicht. Komme ich überhaupt nicht mit klar. Ne? Aber so sind meistens die von heute, ne? So dicke Karre. Und protzen und angeben und einen auf dicke Hose tun und nichts dahinter, nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob das Werte sind, die man aufrechterhalten muss, ne? Ob die so wichtig sind. Ne? Also scheint der vorgelebt zu bekommen. Ich kenne das nicht, ich meine, ich will nicht sagen, dass ich ein dickes Auto fahre. Ne? Ist natürlich ein großes Auto, es hat auch genügend PS. Ne? Und ich erfreue mich auch daran, wenn ich da auf meinem, ja, Ford Escort, Gia, ne, 16V, ne, mal aufs Gas treten kann, ne, auf der Autobahn zum Beispiel oder sowas, ne, dass da was kommt, ne, wenn ich aufs Gas trete, ne, aber ich mache das quasi, wenn es geht, ne, wenn es erlaubt ist, wenn sich die Gelegenheit bietet, ich muss das nicht auf der Landstraße machen. Oder Rennen fahren oder weiß der Dolph was. Ne? Ja.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist nicht so mein Fall. Ne? War ich aber noch nie. Ne? Also, mein Fiesta vorher hatte 45 PS oder so. Da war eh nicht mit Rasen. Ne? Und die Kiste jetzt, okay, sie hat ein bisschen mehr. Ne? Also, 116 hat sie. Ne? Oder 118. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich meine, ist jetzt auch nicht ultra viel oder sowas. Ne? Aber mehr als das, was ich vorhabe. Aber man muss es bedienen können. Man muss damit umgehen können. Man muss die Erfahrung sammeln. Und das kann keiner, der 20 ist. Ich meine, der Todesfahrer da war 20. Ne? Weiß ich nicht. Tja, schon sehr seltsam, ihr Lieben. Ich sehe, wir steuern auf die Stunde zu. Ne? Haben wir schon wieder eine Stunde lang, oder ich, eine Stunde lang gequatscht. Ich hoffe, ja, ihr hattet ein bisschen Gefallen dran und vielleicht erklärt sich auch das ein oder andere, warum das so, ja, so schwer angelaufen ist, ne, in diesem Jahr. Und wie gesagt, so vom Prinzip, ich arbeite die Sachen auf, ich werde jede E-Mail beantworten, ne, dauert noch ein bisschen, ne, so vom Prinzip, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Ne, auch wenn es noch ein bisschen dauert, weil, wie gesagt, einige Sachen wichtiger sind als andere, aber ihr könnt euch auf mich verlassen. Wenn ich was mache und sage, dann ist das so. Na, das halte ich ein. Und wenn höhere Gewalt eintritt und mir sind die Hände gebunden, dann geht es eben nicht. Na, dann muss ich halt so lange warten, bis es wieder geht. Und dann klotze ich halt ran und mache den Rest dann fertig. Na, das ist das, was ich euch jetzt hier quasi mit auf den Weg geben kann. Also verzweifelt nicht. Jeder, der die CD bestellt und bezahlt hat, wird auch ein Exemplar bekommen. Na, und die News und das alles im Blog wird natürlich dann auch weitergehen, soweit ich wieder quasi einsatzfähig bin, ne, und ein System habe, was funktioniert. Ne, dann setze ich das auch wieder alles um. Und natürlich weiß ich, dass das sehr stressig werden wird, aber ich arbeite halt durch. Und irgendwie kriegen wir es irgendwie auch hin. Jedenfalls hoffe ich das, ne, ihr Lieben. Ich habe ja noch so ein paar andere Sachen, die noch anstehen. Wir haben noch die SSL-Umstellung, das könnte auch noch lustig werden. Wir haben noch den Team-Chat quasi zum Jahresbeginn, ne, wo wir ganz viele Dinge, die das ganze Jahr betreffen, quasi schon im Voraus planen, wie zum Beispiel die Release-Zeiten, ne, der nächsten Digital-Talk-Ausgaben. Im Moment, wie gesagt, das ist alles, ich weiß gar nichts, ich habe keine Ahnung von irgendwas, ich bin abgeschnitten. Man ist wirklich abhängig von diesen ganzen elektronischen Gerätschaften. Ne? Ganz, ganz traurig irgendwo. Aber so ist es halt. Ne? Das wollte ich quasi euch mit auf den Weg geben. Und ja, ich werde jetzt hier jetzt erst noch ein Bierchen gönnen. Weil so ein bisschen, wie gesagt, möchte ich ja auch noch genießen. Und ich kann euch sagen, von Silvester aus habe ich mir, ja, was hier schmecken lassen, und zwar Tannenzäpfle. Das ist ja 0,33er Fläschchen nur, ne? Von einem Bier aus dem Hochschwarzwald. Also ihr wisst, was ich meine, vom Prinzip. Und es kommt von der badischen Staatsbrauerei. Jetzt werden einige sagen, um Gottes Willen, vom Staat. Ja, aber ihr Lieben, das Zeug schmeckt wunderbar. Also für Leute, die sehr, sehr herbes Bier mögen, mal was Exquisites haben möchten, kann ich nur empfehlen. Ne? Auch der Alkoholgehalt ist ein bisschen höher als normalem Bier. Also zwei von den Fläschchen hier, man ist schon gut drauf. Ne? Man merkt das. Ne? Schon das erste haut rein. Ne? Aber der zweite, dann hat man so sein Pensum erreicht. Ne? Man braucht gar nicht mehr. Ist unglaublich. Ich glaube, was hat denn der hier? 5,1. Was mehr. Ne? Ist klar, jetzt kein Starkbier oder sowas. Aber ich trinke ja sowieso nicht viel. Aber das hatte der Nachbar mitgebracht. Ich fand das so cool. Also Prost, ihr Lieben. Boah, schön bitter, ne? Also, darauf stehe ich, ne? Dann, also wenn, dann sowas, ne? Kann man mit anderen Biersorten gar nicht vergleichen. Ne? Das ist irgendwie schon wieder was ganz Spezielles, ne? Eine tolle Sache, finde ich jedenfalls, ne? Ja, wie gesagt, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid erspart geblieben von irgendwelchen komischen Sachen, Unfällen, von irgendwelchen Ausfällen, Ärger, und ihr seid alle schön ins neue Jahr reingerutscht. Und ich wünsche mir, ja, uns allen eigentlich, ne, ein frohes Neues, ne, vom Prinzip, ne, also nachträglich, ne, eher ging es leider nicht. Ihr wisst das, woran es gelegen hat. Und wenn ihr dieses Video seht, dann, ja, könnt ihr sicher sein, dass mehrere Dinge eingetreten sind. Nämlich das erste, YouTube gibt's noch.
für Europäer. Ich kann noch hochladen. Das zweite, dieses Video wurde schon gerendert mit meinem neuen System. Und das dritte, ich befinde mich gerade in der Aufarbeitung der liegen gebliebenen Geschichten. Ihr Lieben, das sind drei Dinge, die positiv sind. Und ich würde sagen, lasst uns positiv in die Zukunft schauen und mal gucken, was dieses Jahr bringen wird. Und alles andere wird sich finden. Ja, das sind so meine Neujahrsansprache für dieses Jahr. Gleiches gilt natürlich auch für andere Projekte, für die Livestreams und so weiter, die ja folgen werden. Aber lasst mir da ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich habe da 2 Wochen jetzt Rückstand und es gibt Sachen, die einfach ein bisschen wichtiger sind als solche Dinge. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch den Frieden. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns ja zu irgendeinem anderen Video, noch keine Ahnung wozu, ne? Kann alles Mögliche sein, von irgendeinem Spiel bis irgendwie eine Vorstellung des oder der Geschichte mit dem Super Nintendo und so weiter und so fort, ne? Und den Hacks und keine Ahnung was, muss ich mir noch überlegen, aber ich lebe noch, ich bin nicht aus der Welt, ne? Ich bin nicht mit eurer, mit euren Geldern quasi für die CD durchgebrannt oder irgendwie sowas. Ich bin da und ich bleibe auch da, ne, solange es mir eben möglich ist. Aber das, wie gesagt, mit dem Computer war höhere Gewalt. Und ich bin halt zum Warten verdammt. Ne. Ich kann ja nichts daran ändern, wenn die Post so langsam ist. Ne. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ne. Der auf eBay sagt, der hätte das schon am 29. abgeschickt. Und ich warte. Ne. Sollte dann und dann ankommen, ist aber nicht. Ne. Also, wenn die mich bei der Bewertung irgendwann mal fragen sollten, ist das angekommen bis zum 2., ne? Sag ich, ne, ist eben nicht angekommen. Ne? Keine Ahnung. Wie gesagt, die Ankündigung kam erst heute von DHL, dass das Paket ankommt. Na, wenigstens ist es nicht verloren gegangen. Wie gesagt, ich hätte am Montag hätte ich da die angeschrieben, ne? Alle möglichen angeschrieben, wo das Ding bleibt. Ne? Weil jeder Tag, der hier vergeht und ich kann nichts machen, ist ärgerlich. Ne? Ist mehr Arbeit. Ne? Ist, bringt mein ganzes Konzept durcheinander. Ne? Das hat mich schon ein bisschen gewurmt. Ne? Auf der anderen Seite habe ich schön gespielt. Ne? An dem neuen SNES Classic Mini. Ne? Und zwar Chrono Trigger. Ich meine schon, Chrono Trigger. Und zwar eine lokalisierte, also auf Deutsch lokalisierte Fassung. Ja, ist ja ursprünglich gar nicht auf Deutsch rausgekommen, nur Englisch. Und ich muss sagen, die ist toll, die ist gut. Die ist sehr professionell umgesetzt worden. Muss ich schon sagen, und das funktioniert. Ja, also bei mir jedenfalls. Ne? Ihr wisst, was ich meine mit meinen Tricks da. Das funktioniert wunderbar. Ne? Und da bin ich jetzt gekommen, ich meine, bis kurz vorm Endgegner, bis zum Endkampf. Bis kurz vorm Endkampf. Ich glaube, ich habe da 18 Stunden oder sowas dran gesessen jetzt. Müsste ich nochmal ganz genau nachgucken, wie was der Speicherstand sagt. Aber ich meine, heute hätte ich angefangen mit 13 Stunden, dann habe ich ja ein paar Stunden dran gesessen. Also 18 Stunden würde ich ja schon weggeballert haben insgesamt, um durch das Spiel durchzukommen. Natürlich habe ich den Kampf noch nicht gewonnen. Ne? Der kommt erst noch. Also ich habe ja, ich verliere die ganze Zeit. Ne? Noch keine Strategie zu gefunden. Ne? Aber naja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich will jetzt nicht noch, das könnte ich ja einen Livestream machen. Ne? Könnte ich ja noch einen Livestream machen. Nee, kann ich ja nicht. Ich kann ja keinen Livestream machen. Und insgesamt gesehen muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube, mit diesem Second-Hand-Gebrauchteil, da wäre ich überhaupt nicht glücklich mit gewesen. Das wäre nur für die Übergangslösung, für, weiß ich, also da, bis man sich was anderes da besorgt hätte, weil das Ding war einfach, glaube ich, auch unterdimensioniert von der Power her. Also es wäre noch schlimmer gewesen, wie das Ding, was ich vorher gehabt habe, was jetzt gefreckt ist. Und damit hätte ich bestimmt keine Livestreams machen können, wenn ich den behalten hätte jetzt, ne? Im Nachhinein gesehen. Ne? Also bin ich schon ganz froh, dass das so gekommen ist, dass ich dieses Ding jetzt nicht aufbrauche, ne? Also bis in alle Ewigkeit, ne? Ihr wisst halt, ne? Neues ist halt eben besser. Und dann mit 4 Kernen, das hab ich eben noch vergessen, 4 Kerne hat das Ding. Und ich meine 4, oder waren es 6? Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall etliche Kerne und ausgebaut bis Ultimo. Das ist schon überdimensioniert. Aber ich glaube, für solche Sachen wie Livestream und so ist das, müsste ich mal testen. Ne? Vielleicht ist auch das Soundproblem damit endlich behoben. Ne? Da stimmt ja irgendwas nicht mit dem anderen Ding. Ihr wisst das. Ne? Hatte ich ja mit zu kämpfen gehabt. Ne? Ich hoffe mal, dass das bei dem jetzt anders ist. Und vor allen Dingen ist es ein AMD. Das war mir auch noch wichtig. Ich muss ein AMD sein. Kein Intel. Ne? Intel will ich nicht. Ne? AMD muss sein, ihr Lieben. So, jetzt, bevor ich mich hier festquatsche und so weiter. Ne? Und naja, ihr wisst das. Ne? Jetzt meine Stimmung noch ein bisschen
gehoben, ne? Vom Prinzip, ne? Von der Quatscherei. War auch mal wieder nötig. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und ich hau mich raus. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Trickser.